Ach, schau mal, hier sind wir, die beiden Hübschen. Ja, das sind sie bereit. Aber hört man uns schon? Ich weiß nicht, ob man uns schon hört. Das ist die Question. Hallo, hallo, Chat. Alter, Chat sehen wir auch. Baller. Sehen wir auch? Wo sehen wir den Chat? Naja. Wir sehen keinen Chat. Geiles Overlay auf jeden Fall, Jonas, muss ich sagen. Sieht richtig gut aus. Sieht sehr gut aus. Hashtag Kiezklatsche. Könnt ihr bestimmt auch tweeten. Oder was auch immer. Was auch immer. Man tweetet nur wahrscheinlich. Haben die beiden schon mal gespielt? Die beiden wahrscheinlich Friendlies. Also wir starten jetzt direkt durch. Scheint so auszusehen. Oh, man sieht sogar die Player-Cam unten rechts. Das gefällt mir. Ja. Das Stream-Overlay ist sehr, sehr schön. Die beiden, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich glaube, das ist auch gleichzeitig ein Money-Match gerade. Ah, okay. Oh, jetzt höre ich mich auch. Perfekt. Auf einmal. Geil. Ich habe nur irgendwie ein bisschen im Discord was mitgekriegt, mit dem, ob München Hannover besiegen würde, dass das damit zusammenhängt. Ach, gut, die München-Hannover-Geschichte, die hat ja Sabo Crown schon vor locker 2 Jahren gestartet. Mhm. Und er meint immer noch, es gäbe da irgendwie ein legitimes Crew-Battle mal. Okay. Aber die Wahrheit ist, München wird halt zerschissen werden, basically. Und jetzt hat es sich wenigstens darauf begrenzt, dass jetzt das Sabo Crown gegen Hector irgendwie Money-Match. Okay, okay. Und ich weiß nicht genau, wie das entstanden ist, aber jetzt machen sie ein Money-Match auf jeden Fall. Wissen wir, wie viel on the line ist? Hast du da was gehört? Ich glaube, 10er. 10er, okay, okay. 10 Euro, ja. Ich meine, Tim, also Sabo Crown, ist arbeitslos derzeit, deswegen glaube ich, wäre bei ihm auch einfach nicht mehr drin. Perfekt. Naja, dann kann er hier schon mal quasi mit mehr 10 Bucks extra rausgehen. Genau. Aus der ganzen Geschichte. Und während wir so ein bisschen den Hintergrund jetzt erklärt haben, ist Sabo Crown einfach schon 2 Stocks ab. Ja, das ging schnell. Ich konnte leider nicht so wirklich darauf achten, wie das passiert ist. Aber es auch Falco ist wahrscheinlich nicht so wichtig. Ging wahrscheinlich recht flott. Ganz kurz für die Leute auch hier, wir spielen Flex Best of 5 in den Pools. Was so viel bedeutet, als dass wir quasi Best of 5 spielen ohne Bans. Wenn eine Person aber 2-0 vorne ist, ist einfach das Set vorbei. Sonst bei 1-1 wird ganz normal wie ein Best of 5 weitergespielt. Genau, hat den Vorteil einfach, wir können trotzdem schöne Game 5s haben, wenn die Leute ungefähr gleich gut sind. Aber andere Sets, wo man einfach einen Clear Favorite hat, die sind dann höchstwahrscheinlich mit einem 2-0 schnell durchgespielt. Ja, mal gucken, wo wir hier landen. Bis jetzt sieht es ja schon eher nach einem schnellen 2-0 aus, ja, wenn Hector hier nicht ein bisschen aufdreht. Ja, Sabo führt mit 3 gegen 1 Stock, Low Percent. Ich weiß auch nicht, wie gut Hector mit dem Laser-Game zurechtkommt, ob er da ein bisschen schon einen Gameplan hat. Aber das ist aber schöne Becke. Da hat er ihn aus der Luft rausgeholt. Ohne Jump. So schnell kann es theoretisch auch gehen, wenn er jetzt nochmal einen so einen Grab kriegt und auf Stage. Dann sind wir vielleicht wieder even. Oh. Ja, jetzt er muss ein bisschen für den Cheese gehen einfach, er ist in dieser Position. Ja, und das war's dann wohl. Dann sehen wir jetzt zumindest auch einen Counterpick ohne Bans, was ja auch der große Vorteil von dem Format im Vergleich zu Best of 3 ist. Ich hoffe, sie vergessen es nicht. Das ist die Sache. Ich hoffe, dass die Player nicht vergessen, dass es dieses Flex Best of 5 ist. Habe ich auch noch nie so sonst gehört. Nee. Öffer meinte, er hat sich das irgendwie ausgedacht. So eine Lüge. Ich habe gelesen, dass sie das in Kanada oder so ausgedacht haben. Oder halt vorgeschlagen, besser gesagt. Nicht ausgedacht wahrscheinlich. Aber ja. Eine richtige Lügentilt-Geschichte wäre das. Aber ja. Jetzt schauen wir mal. Also FOD, also ich bin ziemlich der Meinung, dass Sabo normalerweise FOD bannt, weil er mag die Stage einfach nicht so gern. Deswegen wirkt es mir so, als wüssten es die beiden auf jeden Fall. Wir starten den Tech Chase. Ah, ist nicht ganz hinterhergekommen. Ja, aber es ist immer noch am Ball hier. Oh, das war ein Missklick. Ich glaube, da wollte er irgendwie wahrscheinlich einen Up-Tilt oder einen F-Tilt wahrscheinlich eher. Jetzt leider hier auch gerade ein Mini-FD, was für Chic immer nicht so geil ist, wenn man die Transformation kriegt. Ja, da muss man ein bisschen durch einfach. Aber man kann immer noch die Top-Plattform so ein bisschen zum Escapen benutzen. Sehr schöne Needles. Und hängen die Uni. Das sieht schon mal ein bisschen ausgeglichener aus als das erste Game jetzt hier. Definitiv. Vielleicht kann er seinen Counterpick hier nutzen. Darf jetzt hier nur nicht zu früh auch sterben. Oh. Ja, da muss er anders DI'en. Es sah aus, als hätte er entweder gar nicht DI'ed oder sogar ein bisschen nach rechts. Weil,
er ist ja überhaupt nicht nach oben geflogen. Ja, das war schon sehr früh auch für den F-Smash von der ganz anderen Seite. Aber Sabo dreht jetzt ganz schön auf, macht da ganz schön den Pressure gerade. Der will hier das direkt 2-0 beenden. Jetzt und das Geld mit heimnehmen. Ja, jetzt hat Hector gerade schon wieder diese Up-B dann über die Ledge gemacht. Sabo konnte es aber diesmal nicht punchen. Da ist er ein bisschen faul, der Sabo. Versucht es wieder mit dem F-Smash. Ja, aber der Hector kommt einfach auch nicht rein. Kriegt nicht den ersten Grab, den er braucht. Ja, ich glaube, wo man es hier wirklich merkt, wo der Unterschied ist, ist ein bisschen in der Schnelligkeit. Sabo sich einfach ein bisschen schneller nochmal über die Stage bewegt, dementsprechend. Oh, aber egal, einfach dreimal F Up-Tilt hintereinander. Und dann doch reverselt. Naja. Ja, mei. Aber immerhin den hat er. Ist noch machbar auf jeden Fall. Ja, was er braucht, ist halt jetzt einfach Backthrow und dann einen schönen Käse. Ja. Schönen Cheese. Oh, ein bisschen länger chargen hätte er müssen. Okay, Sabo dreht auf. Okay. Die Down, ja, die wollte er haben. Back air. Jetzt muss halt gucken, dass er diesmal und ein bisschen sicherer jetzt recovered. Hatten wir's. Ja, diesmal hat er es gecovert und GGs, sie haben es gecheckt. Da sehen wir, es ist vorbei. Direkt fertig mit dem Flex Best of 5. Ah, er kommt runter von der Stage. Er hat gemeint, er würde gerne kurz zum Commentary kommen und irgendwas sagen. Soll er mal machen. Set. Schauen wir mal. Mal hier. Gibst du kurz ab. Aber du kommst wieder zurück, oder? Ja, ich komme auf jeden Fall wieder zurück. Okay. Wenn er jetzt nur hier kurz Abstecher machen will, soll er da ruhig seinen Spotlight haben. Okay. Willst du was sagen? Willst du was sagen, Tim? Komm. Setz dich mal hin. Setz dich kurz hin, dann kannst du uns erzählen, was dir durch den Kopf gegangen ist. So. Ja, Tim, herzlichen Glückwunsch. Erstmal, ich bin froh, dass du das mit dem Flex Best of 5 verstanden hast. Ja. Dass ihr nicht weitergespielt habt. Ja. Erzähl. First of all, I told you. Ja, es war. Hast es mir gesagt, das wird ein clear sweep. Ja. Jetzt sehen wir Shima Warm-Up. Ja, jetzt erzähl erstmal. Ja, also keine Ahnung, es war vielleicht ein Ticken closer, als ich gedacht hätte. Achso, du wolltest eigentlich noch härter einfach? Ja, auf jeden Fall. Okay. Also, aber er hat gut gespielt, also denke ich. Er hat sich schon ein paar Mal schön. Er hat ein paar gute Momente gehabt, auf jeden Fall. Da hat er mich auch, also im ersten Game. Hat er dann gut aufgeholt. Da wurde ich kurz nervös, muss ich sagen. Du kurz nervös? Dachte ich so, vielleicht ist er jetzt on fire so. Aber Tim, kannst du mir eine Sache versprechen? Ja. Weil Hector hat dreimal diese Up-B über die Ledge gemacht. Und ich habe es nicht gecovert. Du hast ihn zweimal gedownsmashed, ja. Which was okay. Und einmal hast du nichts gemacht. Ja. Mach da bitte einfach einen Wave-Dash an die Ledge. Wäre gut, ne? Weil, es ist way more consistent, du kriegst immer den Kill. Sheik hat kein Momentum, wenn sie runterfliegt. Sie kann nicht driften. Sie stirbt einfach. Ja. Und bevor du dann mit der Down Smash misst oder so. I'm not used to this kind of recoveries. Ich spiel nur gegen top-notch Sheik. Aber wirklich alle, die auch mit dieser Recovery von Sheik manchmal strugglen und nicht wissen, was sie machen sollen, einfach wave the back. Ja. Das war gerade eigentlich nur ein Kompliment an Albert. Also. Alles gut. Aber du solltest jetzt weitergehen. Ja, ich muss weiter Pool spielen. Ah, schau mal an, da sieht man viel, uns. Viel Spaß beim Kommentieren noch. Dankeschön. Ja. Ich hätte ja auch gerne gespielt. Leider habe ich mir aber letzte Woche die Hand ein bisschen kaputt gemacht und ein Turnier direkt zu spielen ist dann weniger gut, glaube ich.